Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Na, einfach und kurz. Tessia ist, im Arsch. Sagen wir es mal so, wie es ist. Wir müssen in den Silian-Nebel. Denn wir müssen zu den Dekuna nochmal. Für diese Elkor-Evakuierung. Darauf müssen wir einfach nur diese beiden Planeten für scannen, glaube ich. Nicht? Aber es ist wohl falsch. Müssen wir doch nicht machen. Sag mal, haben wir die? Reaper Umgang. Vielleicht schon gescannt? Wir haben da doch sogar schon mal was gemacht. Warte mal. Wir fliegen noch mal kurz auf die Zitadelle. Auf die Frikadelle. Oh, jetzt so ein paar Frikadellen, ne? Boah, da habe ich jetzt richtig Lust drauf eigentlich. Dachte schon, was ist denn jetzt los? Auf die Frikadelle der Zeit. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ja, Botschaften. In Ordnung. Ach, was mache ich denn hier? Nur Leling im Maustast oder was? So, hier. Wir haben Ihre Leute von Dekuna runtergeholt, Botschafter. Völlig ehrlich. Danke für Ihre Unterstützung, Commander. Wir können diese Schuld nie zurückzahlen. Konnten Sie Zivilisten evakuieren? Ja. Wie viele? Oh, das war sogar richtig mit Emotionen. So, was ging fix? So, jetzt machen wir die nächste Mission. Das ist diese eine N7-Mission. Kommunikationsterminal oder was das da ist. Und da sind Sie sich völlig sicher. Ja. So, nein, habe ich nicht. Genau. Wo ist denn das hier mit dem N7-Dings? Da, Zuflucht untersuchen. Ist das das? Nee, das ist das bestimmt nicht. Mal einen Moment, bitte. Logbuch. N7-Com-Zentrum. Laden Sie auf Ontaron. Okay, doch. Ich guck mal, was hier ist. Schattenmeer. Aber hier ist ja nicht. Das ist Horizon, ja. Meine ich ja wohl. Watchman. Prospect. Venture. Das bringt sonst nichts. Attica Beta. Exodus. Milan. Arcturus. Fairkopf. Aeton. Appian. Isma. Da ist kein Name. Würgeschlund, Sandurnebel. Machen wir mal den Sandurnebel, der ist neu. So, Olukun. Olukun Himmelsernte ist ein Standard-Gas-Gigant aus Wasserstoff mit Helium. Die Raumfahrer von Erinle sammeln ihr Helium 3 lieber hier als auf Urunmila, weil die Atmosphäre viel berechenbarer ist. Aganyu.
Arganio ist ein extrem großer Gesteinsplanet mit einer dünnen Atmosphäre aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Wegen seiner Kupfer- und Platinvorkommen haben Minenroboter aus Irenle die Kruste gescannt, aber die Spezialausrüstung, die für die Arbeit in sehr hohen Gravitationen mehr als 5G von Arganio benötigt wird, ist so kostenintensiv, dass der größte Planet noch größtenteils unentschlossen ist. Irenle. Irenle ist eine Gartenwelt im letzten Stadium der Bewohnbarkeit. Der Boden lässt zwar immer noch Landwirtschaft zu, aber die Artenvielfalt des Tierreichs ist schon fast auf Null gesunken. Und die stärksten verbliebenen Lebensformen sind eine giftig blau-grüne Algenart und insektenähnliche Schädlinge. Eine große Kolonie der Salarianer versucht, die Artenvielfalt wiederherzustellen, muss aber häufig Rückschläge hinnehmen. Der Abbau von Erzen und Treibstoff ist nach wie vor lukrativ und Irenle verfügt über einen erfolgreichen Weltraumhafen, in dem viele Schiffe betankt werden, die auf dem Weg in die Terminus-Systeme sind. Urunmila, ein Gasgigant mittlerer Größe, liegt so nah bei seiner Sonne, dass die Temperaturen am Tag und bei Nacht gewaltige Unterschiede aufweisen. Das führt zu starken Konvektionsströmen und Stürmen in seiner Atmosphäre, in seiner Wasserstoff-Helium-Atmosphäre. Für modernstes Gerät ist das Sammeln von Helium-3 zum Nachtrank möglich, aber nicht entsprechend ausgerüstete Schiffe gehen dabei fast immer verloren. Urunmila liegt innerhalb der Erde, das mit dem Eingefangen kennen wir. Ich habe etwas gefunden. Ja, wieder Sachen zum Scannen. Scanner starten. Ich weiß nicht, was da mittlerweile sein kann. Wir haben doch gar keine Mission mehr. Wahrscheinlich... Oh, Credits. Ich hätte gedacht, einfach nur noch direkt so aktiv posten quasi. Ach du Kacke, ist das ein riesiges System. Leute... So, Alingon. Alingon, trügerisch, wurde von salarianischen Kundschaftern so benannt, weil die Instrumente ihrer Sonden nach der Landung seltsame Werte anzeigten. Grund dafür ist, wie man dann herausfand, eine hohe Konzentration von magnetisch aktiven Periklas, Magnesia, in Kern und Kruste des Planeten. Dadurch werden Scans und Funksprüche gestört, was unter Raumfahrern zu zahllosen Geschichten über Piraten geführt hat, die in der Magnetosphäre von Alingon auf der Lauer liegen und über abgestürzte Schiffe voller unfassbare Schätze auf der Oberfläche. In Wirklichkeit hätten Piraten größte Schwierigkeiten, aufgrund der Interferenzen ihre Beute zu orten und wären zudem von Rest der Galaxie abgeschnitten, weil die Magnetosphäre jede extraplanetare Kommunikation verhindert. Andere Eigenschaften von Alingon sind eine dünne Atmosphäre aus Kohlendioxid, spektakuläre Trockeneisformationen und Xenongas, das aus der oberen Schicht der Atmosphäre gewonnen wird und in Ionenantrieben verwendet wird. Antiktra, Schmelzmetall, heißt wegen seiner spektakulären Krater so. Der Planet ist reich an verschiedenen Eisenoxiden, weil er regelmäßig von Asteroiden getroffen wird, die sich aus dem nahegelegenen Gürtel zwischen Antiktra und Venrum gelöst haben. Das geschmolzene und dann wieder erhärtete Metall der einschlagenden Meteoriten führt zu fantastischen Landschaftsstrukturen, die fremdartig wirken, egal aus welchem Teil der Galaxie man kommt. Wegen der häufigen Meteorienanschläge gilt die weitere Erkundung allerdings als höchst gefährlich, selbst für Forscher mit modernen kinetischen Barrieren. Tunfigel, hartes Herz, wurde von den Salarianern entdeckt und ist bekannt für seine Platin- und Uranvorkommen. Roboabbau ist dort ein sehr lukratives Geschäft. Die Oberflächentemperatur liegt zwar innerhalb der Werte für eine gemütliche Außenmission, aber die hohe Dichte von Tunfigel hat eine 5-mal höhere und damit gefährliche Gravitation als auf der Erde zufolge. Die auf dem Planeten ansässigen salarianischen Mitarbeiter nennen derartige Planeten scherzhaft Elkor-Touristenfallen. Ja. Quarem ist ein glühend heißer Planet in Sonnennähe, wurde in seinen früheren geologischen Phasen von zahlreichen Kometen und Asteroiden getroffen. Nach der Stabilisierung des Sonnensystems wurden derartige Ereignisse seltener, bis der Planet schließlich geologisch inaktiv wurde. Seine Atmosphäre aus Stickstoff und Helium ist sehr dicht, was eine Folge der durch Schwermetalle im Kern verursachten hohen Dichten des Planeten selbst ist. Leider liegen diese Metalle so tief unter der Kruste, dass sich ein Abbau nicht lohnt. Darata. Obwohl uralte Flussbetten die Ebenen von Darata durchziehen, hat Photodissoziation den Planeten schon vor langer Zeit ausgetrocknet. Es gibt Hinweise auf uralte Minenanlagen, aber alle Gebäude sind längst tief vergraben oder wurden von den jahrzeitlich bedingten Staubstürmen des Planeten aufgelöst. Nephros, ruheloser Schlaf, ist ein relativ kleiner Wasserstoff-Stickstoff-Gigant. Die Winde in seiner Atmosphäre erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 350 km pro Stunde und die elektrische Sturmentladung der dortigen Stürme kann bis zu 700 Mal so stark sein wie auf der Erde.
Dies legt die Vermutung nahe, dass die Sauerstoffwolken auch Anteile von Wasserdampf enthalten. Mhm. Und Venrum. Venrum, weißer Ritter, hat seinen Namen von einer salarianischen Geschichte aus der romantischen Periode, in der es um einen Ritter geht, der allen Versuchungen von Reichtum, Fleischeslust und sogar wohlschmeckenden Speisen widerstand, bis den Armen und unterdrückten Gerechtigkeit zuteil geworden war. Der Planet heißt so wegen seiner weißen, stark reflektierenden Oberfläche, die größtenteils aus Titandioxid und Eis besteht. Er hat auch keine Atmosphäre, die seinen Albedo schwächen könnten. Da ist nix. Da ist nix. Habe ich einen Scan, der alles gescannt hat? Nee. Signal bestätigt. Ich will noch gucken, ob da was ist. Nein, die kriegt nie. Scheiße. Okay. So, das war hier irgendwo, ne? Signal bestätigt. Ja, genau. So, ein Wrack mit einem Treibstoff. Und Alignon, oder Alingon, meine ich. Ich glaube, das wird doch eher eine Galaxiefolge. Wir könnten es ja mal machen, dass wir die ganze Galaxie jetzt erkunden in dieser Folge. Was haben wir jetzt? Shadowburger Raumschiff Tech. Aha. Sovilo. Sovilo. Was? So. Isa. Der Gesteins- und Eisplanet Isa verfügt über eine dünne Atmosphäre aus Methan und Äthan. Seine Borax-Vorkommen liegen größtenteils unter dem Eis und galten zum Abbau nie als wertvoll genug, vor allem als synthetischer Ersatz und alternative Quellen weiterhin verfügbar wurden. Mhm, mit Borax kannst du ganz viele Klebstoffe herstellen. Also darauf bin ich spezialisiert, zumindest derzeit im Studium. Der Wasserstoff-Helium-Gas-Gern Turisatz hat eine stillgelegte automatisierte Infrastruktur zur Betankung von Handelsschiffen mit Helium 3. Auf das Metall wurde in salarianischer Sprache das Wort Selbstbedienung gemalt. Aha. Was haben wir hier? Ansus. Der große Gesteinsplanet Ansus wurde früher von einem Konsortium von Roboterunternehmen erschlossen, aber eine Flut von Unfällen und Sabotage kosteten Hunderten von Arbeitern das Leben und vertrieb sie letztlich von dem Planeten. Trotz zahlreicher Anschuldigungen seitens der beteiligten Firma und über ein Dutzend Gerichtsprozesse ist die öffentliche Meinung der Ansicht, dass die eigentlichen Saboteure nie stattgefunden haben. Hagalas, ist das eine Gartenwelt? Sieht so aus, ne? Ja, Hagalas ist eine Gartenwelt zweiten Grades, die nur wenig Aufmerksamkeit der galaktischen Gemeinschaft erhält. Der Planet wurde ursprünglich von einer salarianischen Minenexpedition entdeckt, aber dieser aber umgehend von Kräften des organisierten Verbrechens wieder weggenommen. Die Erbrechte von Hagalas wurden an den Meistbietenden versteigert, was in den 2000er Jahren zu einem kurzfristigen Boom von Minenkolonien führte. Als aber andere Planeten mit leichter zugänglichen Ressourcen gefunden wurde, legt man die meisten davon einfach still. Hagalas verfügt zwar über eine Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre, in der Leben möglich ist, aber er rotiert langsamer als die Erde, wodurch Tag und Nacht jeweils 98 LR-Tage lang sind. Die extreme Hitze auf der einen Seite des Planeten und die ebenso extreme Kälte auf der anderen führen bei jedem Sonnenauf- und Untergang zu gewaltigen Stürmen. Als Reaktion darauf haben Fauna und Flora von Hagalas die Fähigkeit entwickelt, Zyklen von Eis, Überschwemmungen, glühender Hitze und massiven Luftdruckschwankungen zu überstehen. Die einheimischen Arten werden vom Handel mit exotischen Tieren und Pflanzen kaum berücksichtigt, weil die Simulation ihrer natürlichen Lebensbedingungen für den Normalkunden zu aufwendig wäre. Urus. Urus ist ein großer Gesteinsplanet mit einer Dampfkochtopfatmosphäre aus Stickstoff und Argon, dessen silikatreiche Kruste für eine relativ geringe Dichte sorgt. Die salarianischen Decker, die das System als erste kartografierten, haben ihn mehr oder weniger ignoriert. Kenas. Kenas. Was ist wie dieses Wort, wenn man Kenas sagt? Die extrem dünne Atmosphäre von Kenas besteht hauptsächlich aus Methan und Helium. Die salarianischen Decker, die dem System seinen Namen gegeben haben, haben eine kleine Minenanlage zum Abbau von Nickel und Chrom errichtet, die bei der Herstellung von rostfreiem Edelstahl zum Einsatz kommen. Jo. Können sie jetzt ganz viele Wasserhähne bauen. Boah, da fällt mir ein, ich muss immer noch meinen Duschkopf dran machen, ne? Ich habe keine Rohrzange und ich bin zu geizig, mir eine Rohrzange zu kaufen. Aber ganz ehrlich, wieso sollte ich 20 Euro ausgeben für etwas, das ich einmal benutze? Einmal! In meinem Leben!
Es ist halt ziemlich bescheuert, wenn ich es jetzt kaufen würde. So. Na, wunderbar. Und ich habe nicht herausgefunden, wer das zweite ist. Das ist toll. Ja, nein. Sowas hasse ich. So. Ich habe etwas gefunden. Jo. Treibstoff. Hey. Ganz ehrlich, die hätten sie auch weglassen können. Das ist so bescheuert und unnötig. Ja, das ist ja der Hammer. So. Ich freue mich. Im Ernst! Das ist so eine dreckige Kacke! Ich habe etwas gefunden. Scanne ein Wrack. Auf den nächsten Planeten. Scannen, Anflugbahn. Scanner starten, es ist irgendwo unten links. Da bewegt er sich auch immer mit der Geschwindigkeit darüber. Das ist der Hammer. Alter. Das macht doch... Also das Scannen, ganz ehrlich, das macht keinen Spaß. Muss ich so sagen. Warum heißt das Ding Sanduhrnebel? Weil das Muster hier ein bisschen aussieht wie ein Sanduhr. Naja, gut. So, was haben wir hier? Tegern. Tegan vervollständigte das Trio von Planeten in diesem abgelegenen Sonnensystem, das bisher nur von Sonden ausgekundschaftet wurde. Tegan, ein Eisball mit signifikanten Zinnanteilen der Kruste, hat eine fraktionale Atmosphäre mit Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffmonoxidanteilen auf Exosphärenniveau. Es wurden seltsame Strahlungsemissionen gemessen, die auf Tegan ihren Ursprung haben, aber es ist nicht bekannt, ob sie von radioaktiven Elementen stammen oder lediglich die Strahlungsreflexion eines Sterns darstellen, die durch eine hohe Oberflächenalbedo erzeugt wird. Synalus. Ergebnisse von Weltraumsonden legen nahe, dass Synalus weitaus weniger einladend ist als sein Nachbar Zanetu. Die Wasserstoff-Argon-Atmosphäre dürfte eigentlich gar kein Leben zulassen, aber das Vorhandensein von Borox an der Oberfläche ermöglicht durch einen bohrreichen Kern lässt den Schluss zu, dass es auf dem Planeten früher Wasser gegeben hat. Jo. Zanetu. Zanetu wird als Postgartenwelt eingestuft und verfügt in seinen Gesteinssedimenten über große Kalkvorkommen, was darauf hindeutet, dass es hier früher Plattentektonik und vermutlich sogar pflanzliches Leben gab. Seine Wirbelstürme aus Staub und Schnee scheinen neueren Ursprungs zu sein. Sie haben die Sonneneinstrahlung blockiert und zu einem Massenaussterben geführt. Die Oberflächengravitation ist angenehm und die Temperatur für die meisten Spezies ist angenehm. Aigela. Die einzigen Informationen über Aigela sind Scandaten von Weltraumsonden. Denen zufolge wird der Planet als Zwerg eingestuft. Ein warmer, kahler Gesteinsbrocken mit einer dünnen Atmosphäre aus Kohlendioxid und Sauerstoff. Signifikante Aluminiumoxidvorkommen in der Kruste sind für seine niedrige Dichte und Gravitation verantwortlich. Signal bestätigt. So, und ein Planeten, den wir wieder scannen können. Das ging ja schnell. Terminus macht da direkt 100%, das ist gut. Da. Nein, 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 nein. Ich weiß immer noch nicht, was passiert, wenn ich mal keinen Treibstoff mehr habe. Es endet bestimmt böse. So, 100%. Würgestund 50% nur. Hoi, hoi, hoi. Ich gehe jetzt, ich mache alle Sektoren einfach 100. Eine lange... Au. Oh. Vielleicht... Wenn ich das Wrack nicht... Hä? Urla Rast, 50%. So. Uranarast. Hier habe ich die Planeten, denke ich mal, schon vorgelesen. Das Ding ist wieder irgendwo im Nirgendwo.
da. Wegen eines Wracks, weißt du? Vor allem auch so. So, Würgeschlund 100%. Hier ist auch keine Tankstelle. Das ist eigentlich blöd. Ich brauche mal eine Aral oder irgendwie eine Jet-Tankstelle oder so langsam. Sanduhr Valhalla, Sigurds Wiege. Wir gehen im Uhrzeigersinn einmal um jetzt das Thema rum. So, Skepsis. Okay. Skepsis. Also, Watson. Dr. Watson ist in den Medien der Menschen wegen zwei Dingen bekannt. Zum einen seinen spektakulären Gezeiten, die auf einem enormen Mond, enorm großen Mond zurückzuführen sind, und zum anderen den bürokratischen Streit über die Frage, welche Nation der Erde dort zuerst segeln dürfen. Dr. Watson ist eine Gartenwelt, die 2165 CE entdeckt wurde, was sowohl die chinesische Volksföderation, die Vereinigten Staaten von Nordamerika als auch die EU für sich in Anspruch nehmen. Die Allianz setzte schließlich den berüchtigten Reykjavik-Kompromiss durch, der jeder Staatenkoalition begrenzte Kolonisierungsrechte in Städten einräumte, die aus Populationen aller Nationen bestanden. Watson ist im Schnitt kälter als die Erde und seine gemäßigten Zonen erstrecken sich über 30 Breitengrade beiderseits des Äquators. Die hier lebenden Arten lassen sich nur schwer mit Evolutionsperioden der Erde vergleichen. Auf manchen Inseln gibt es Spezies, die an Erdsäugetiere erinnern, andere wiederum wimmeln von Gliederfüßlern. Es wird vermutlich noch zwei Generationen von Xenozoologen dauern, bis alle Arten des Planeten klassifiziert sind. Dr. Franklin. Dr. Franklin? Nein. Nur Franklin. Franklin ist ein großer Mond mit einer Exosphäre aus Kohlendioxid, aber auf seiner unwirtlichen Oberfläche weist nichts auf Wasser oder in irgendwelche Lebensformen hin. Um Watson vor den Piraten aus dem Terminus-System zu verteidigen, verfügt Franklin über zwei Allianz-Raumhäfen und Marinebasen, wovon jede sechs Jägerschwadronen sowie eine geheime Anzahl von interplanetarischen Raketen in den Einsatz schicken kann. Durch Masseneffektfelder wird die Schwerkraft in beiden Anlagen auf einem Niveau gehalten, das problemlos auch längere Aufenthalte ermöglicht. Darwin. Also alles nach irgendwelchen wichtigen Menschen der Erde benannt, finde ich gut. Darwin ist ein mittelgroßer Gesteinsplanet, dessen Name pure Ironie sein muss. Es handelt sich doch um einen der lebensfeindlichsten Planeten der gesamten Galaxie. Seine Atmosphäre schmerzt, seine Temperatur kocht und seine chemische Zusammensetzung ist toxisch. Kohlenmonoxid und Methan hüllen den Planeten in einen undurchdringlichen Dunst und Oberflächenscans zeigen lediglich Silikate und geschmolzenes Zinn. Die täglichen thermalen Fluktuationen führen zu Wirbelstürmen, deren Auge man aus dem Orbit sehen kann. Trotz allem benutzen Raumfahrer Darwin zur Entladung ihrer Antriebskerne. Die Annäherung ist durch aufreißende Wolken in den oberen Schichten der Atmosphäre relativ problemlos möglich. Wallace, Eli Wallace, ist ein ungewöhnlich kleiner Pegasit oder heißer Jupiter, der früher ein extrasolarer Planet war und dann in dieses System kam und von der Gravitation des G-Klasse-Sterns Skepsis eingefangen wurde. Eli Wallace ist rotationsgebunden und seine heiße Seite erreicht Temperaturen von über 2500 Grad Celsius. Obwohl die Verhältnisse in seinem Stern nicht groß genug, um von Watson sichtbare Finsternisse zu erzeugen, ist Wallace in Morgen- und Abenddämmerung dennoch eine der hellsten Erscheinungen am Himmel. Quickhead. Der Gesteinsplanet Quickhead hat weitläufige gefrorene Ozeane und ist bekannt für seine spektakulären Geysire, die man sogar vom Orbit aus sehen kann. Temperatur und Druck liegen zwar im Bereich des für Menschen akzeptablen, aber die dichte Atmosphäre besteht vornehmlich aus Kohlendioxid und Monoxid, was Atemmasken oder Schutzanzüge erforderlich macht. Hauptressourcen sind Kalisalze vom Meeresboden, die auf Welten, die gerade terraformt werden, gute Preise erzielen. Ja, bin ich auch skeptisch bei dem System. Kaimowitz. Kaimowitz, benannt nach dem Pionier von Grundwasseraufbereitungstechniken des 21. Jahrhunderts, besteht aus einer imposanten Eisschicht über einem Metallkern. Der Planet Hart hat trotz seiner Größe nur einen Mond, Noah, der die gleich hohe Kohlenstoffkonzentration aufweist. Astronomen glauben deshalb, dass er nach einem gewaltigen Einschlag entstanden ist. Aufgrund signifikanter Iridiumvorkommen sind auch Minenarbeiter auf dem Planeten, die wegen der starken Gravitation allerdings nur mit Robotern und Telepräsenz arbeiten können. Was haben wir hier? Linus Pauling ist ein Wasserstoff-Methan-Gas-Gigant, dessen Gravitationsfeld so, zumindest die Theorie, den Großteil eines vormals vorhandenen beträchtlichen Asteroidengürtels eingesaugt hat.
Bei der Mission der Weltraumsonde Perfektion im Jahr 2163 gewannen die Bewohner von Watson Daten, die diese Theorie stützten. Außerdem wussten die Kolonisten nun, wie viele Monde Pauling hat, 66, wie viele Ringe und mondähnliche Objekte innerhalb der Ringe. Daneben wies die pockennarbige Oberfläche des Planeten über 200 sichtbare Einschlagskrater auf. Perfektion wurde zur Wiederverwendung für künftige Missionen innerhalb des Sonnensystems zurückgeholt. Ja, ich würde sagen, wir können scannen. Linus Pauling hat nix. Ich habe etwas gefunden. Aha, auf Watson ist was. Auf der Erde quasi. Erde 2. Was haben wir hier? Raketenwerfer Javelin, aha. Joa. Naja, und jetzt müssen wir den Rest des Systems scannen. So. Mal gucken, ob man was findet. Aha, da hinten. Es könnte klappen. 200 Einheiten Treibstoff. Ja, warum nicht? So, die Chorus. ULG-Sprung erfolgreich. Achso, wir haben schon. Ach so. Das heißt, ich muss nur zum Massenportal. Das kriegt man hin. Ausweichen erfolgreich. Sigurdswiege. Ah, das Nexus, die Nubianische Weite. Da kann ich nicht hin. Der Nima-Cluster. Oder Ninma meine ich. Sorry. Was haben wir denn hier? Der Horchposten X-19. Der Horchposten X-19 wurde kurz nach dem Rachni-Kriegen gebaut, für den Fall, dass einzelne Rachni die Vernichtung von Suen überlebt hatten. Der Posten umkreist das Masseportal, denn das nach wie vor bemannt und im Einsatz, zugleich ja heute mehr als Zollstation für Forscher dient, die die Rachni-Heimatwelt studieren. Unter den Mitgliedern des Ratsmilitärs gilt die Versetzung auf die Station als Strafe oder Exil, vor allem angesichts des Umstands, dass es seit 1000 Jahren kein einziges Anzeichen von Intelligentenleben mehr auf Suen gab. Hier können wir Treibstoff kaufen, sehr gut. Damkiana. Damkiana, die Hauptquelle von Helium-3 im Manzim-Sul-System, wird von verlassenen Abbaustationen umkreist, die die Rachni während ihrer Eroberungsphase gebaut haben. Weil die Rachni ihrer Strahlenunempfindlichkeit vertrauten, hatten die Station kaum Schutz gegen kosmische Strahlung und verfielen im Laufe der Zeit. Die Citadel-Spezies baute darum während der Rachni-Krieger eigene Stationen, von denen einige bis zum heutigen Tag an Stand gehalten werden. Suen. Suen, die Heimatwelt der Rachni, ist an den roten Zwerg des Systems rotationsgebunden. Während eine Seite fortwährend von der Sonne bombardiert wird und die andere vollständig gefroren ist, beschränkt sich das Leben auf die Lichtschattengrenze, die die beiden Extreme von Suen trennt. Die Rachni entwickelten sich größtenteils unter der Oberfläche, was durch ein weitläufiges System von unterirdischen Flüssen unterstützt wurde. Der Kampf mit den technischen Problemen auf der Oberfläche von Suen könnte den Rachni erste Idee für den Bau einer interstellaren Raumschiffe gegeben haben. Suen war der Schauplatz der letzten Schlacht in den Rachni-Kriegen. Als kurganische Truppen den Planeten bombardierten, verließen die Rachni ihre Gebäude an der Oberfläche und flohen in die Sicherheit ihrer Tunnel. Die Kurganer, von der toxischen Atmosphäre auf Suen unbeeindruckt, brachten nach Massenvernichtungswaffen in die Geheimkammer der Rachni-Königin und zündeten so gewaltige Sprengladungen, dass man die Krater noch heute sehen kann. Joa. Kashabdu. Kashabdu ist der erste erdähnliche Planet, den die Rachni nach der Entwicklung der Raumfahrt besuchten. Er besteht zwar hauptsächlich aus Silikatmineralen, aber dennoch machten die Rachni seine bedeutende Entdeckung, als sie den heulenden Schlund kartografierten, einen enormen Krater an Äquatornähe. Er war durch den Einschlag mehrerer Dutzend extrasolare Asteroiden verursacht worden, die große Mengen an Element Zero enthielten. Die Rachni nahmen Proben des Elements zur weiteren Untersuchung mit nach Suen. Jahrhunderte später. Als die Rachni die Citadel-Expedition gefangen nahmen, die das Portal zu ihrem System geöffnet hatten, konnten sie dank ihrer Zero-Forschung die ULG-Triebwerke des Schiffes nachbauen. Die Rachni entwickelten selbst Schiffe mit Überlichtgeschwindigkeit und drangen schon bald jenseits ihrer eigenen Sterne vor. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier gibt es nichts. Ja, das ist immer Hammer, wenn man in so ein System geht und dann ist da nichts.
Hammer. Geil. So. Ist hier vielleicht wirklich gar nichts? Ich meine nicht, dass ich es mir vorstellen kann, aber man kann ja nie wissen. Nee, ich glaube, da ist echt nichts. Okay. Warum kommen wir eigentlich immer von woanders in dem System rein? So, Mulaxul, ja, die Namen sind ja der Hammer. So. Da ist der erste. Ach du Scheiße, sind das viele Ringe. Kef. Kef ist ein Wasserstoff-Helium-Gasgigant. Den Unterlagen zufolge müsste es auf dem Planeten eine Infrastruktur für den Helium-3-Abbau geben, aber Scans zeigen nichts dergleichen an. Es gibt weder ungewöhnliche Wärmequellen noch Weltraumschrott von zerstörten Raffinerien. Wenn ihr... Achso, das hatten wir schon mal, ne? Das kam mir, kommt mir zumindest sehr bekannt vor. Kann es sein, dass in diesem System einfach nichts ist und deswegen 0% angezeigt werden? Ich würde es fast glauben. So, Kepler-Randsektor. Jo, machen wir zuerst. Da ist auch unsere N7-Mission anscheinend. So, was haben wir hier? Junkro. Junkro ist ein Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant mit Spuren von Chlor und Natrium in seiner oberen Atmosphäre. Wie der Uranus im Sonnensystem ist er zur Seite geneigt. Dabei ist der Nordpol dem Stern Newton zugewandt. Clankery. Clankery ist ein Gesteins- und Eisplanet mit einer Atmosphäre aus Chlor und Argon. Die große Oberfläche besteht größtenteils aus Kalisalz mit Eisenablagerungen. Der Planet gehört dem exzentrischen Volos-Milliardär Kumunshu. Das hatten wir doch auch schon mal. Ich mach mal gerade Scans. Hier ist auch nichts. So, Nubianische Weite. Ey, jetzt kommen aber die ganzen Systeme, wo nichts ist. Ja. Also wenn in dem ganzen Nebel nichts ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Zirnitra. Zirnitra, kalt, abgelegen, hat eine extrem nicht niedrige Dichte und besteht wohl nur aus Eiswasser, rund um einen kleinen Gesteinskern. Der Planet ist nicht weiter bemerkenswert. Jo. Alkonost. Alkonost ist ein Standard-Eisgigant mit Methan-Ammoniak-Atmosphäre. Sein magnetisches Feld ist ungewöhnlich stark, was für Schiffe hin und wieder ganz nützlich ist, wenn sie ihre Triebwerke entladen müssen. Pragia. Der Dschungelplanet Pragia ist von industriell mutierten Pflanzenspezies völlig überwuchert. Weil Pragia zudem isoliert ist und keine Bevölkerung aufweist, wird der Planet immer wieder zur vorübergehenden Operationsbasis von Drogenhändlern, Waffenschmugglern, Piraten, Söldnern, Terroristen und Agenten, die alle ihre Geschäfte geheim halten möchten. Eine dauerhafte Besiedlung von Pragia wäre extrem schwierig, weil die mutierte und teilweise sogar giftige Flora ganze Kolonien in wenigen Tagen statt wie in üblich mehreren Jahren überwuchern kann. Und das wäre Zukunft ohne Menschen. Bannik ist ein wahres Treibhaus mit der drückender Kohlenmonoxidatmosphäre. Die hohe Gesteinsdurchschnittsdichte von über 7 Gramm pro Kubikzentimeter lässt auf eine wahre mineralogische Schatztruhe schließen. Leider gibt es bis heute keine Möglichkeit, seine Meere aus geschmolzenem Metall und Adern aus radioaktivem Metall sicher zu erreichen. Die Masse des Planeten ist so groß, dass in seiner Atmosphäre Spuren von Helium und molekularem Wasserstoff zu finden sind. Gamayum. Gamayum ist ein Wasserstoff-Helium-Gasgigant mit 6 großen Eismunden. Der äußerste davon, Gigula, ist bemerkenswert, weil ein militärisches Forschungsschiff der Turianer dort ein gut erhaltenes Wrack eines alten Raumschiffs gefunden hat. Es wurden nur wenige Informationen darüber veröffentlicht, mit Ausnahme eines wissenschaftlichen Artikels über den inneren Aufbau des Schiffes und die darauf folgende Annahme, dass das Leben der fraglichen Spezies horizontal angelegt war. WTF? Signal bestätigt. Was haben wir denn da?
Ja, wir kommen dem näher. Ja, so, perfekt. Was haben wir? Forschungsdaten von Pragya. Aha. 50%. Oh Mann. Das heißt, wieder muss irgendwo hier ein Schiff sein. Da. Wrack, 350 Treibstoff. Ein absoluter Traum. Das werde ich nicht schaffen. Schade. Was ist mal wieder beschissene Mega-Hurenkacke? Ich liebe dieses Spiel dafür. Es macht's richtig nice. Richtig awesome ist das. Wenn man jedes Mal erwischt wird, weil man nichts anderes machen kann. Weil man einfach das Spiel durchspielen möchte. Und dann gibt's auch immer so tolle Sachen, dass du erst 10 Stunden hier scannen musst, bis du irgendwas kriegst. Das ist richtig geil. Das ist also, das würde ich als absoluten Pluspunkt für Mass Effect ansehen. Absolut. So, anscheinend, wenn 33, dann befinden sich auf jedem System 2 Sachen. Ein Wrack und eine Shadowbroker-Datei vielleicht? Ich würd's raten. So, was haben wir hier? Yam. Jau, das ist eine Gartenwelt. Über 90% der Oberfläche von Yam sind von Ozean bedeckt. Aufgrund seiner Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre ist der Planet zwar bewohnbar, aber die extremen Bedingungen sind für intelligentes Leben oftmals überaus gefährlich. Die Temperatur kann an den außergewöhnlich langen Tagen selbst in den gemäßigten Zonen nachts 44 Grad und am Nachmittag bis zu 53 Grad erreichen. Hurrikane rasen ungebremst über die Ozeane mit Windgeschwindigkeiten bis zu 250 Stundenkilometern. Es gibt einige Arten von Gliederfüßlern, aber die forschenden Lebensformen sind verschiedene Spezien von giftigen Algen, die sich über hunderte von Quadratkilometern ausbreiten. Andere Biokohlenstoffalgen lassen sich jedoch als Biokraftstoff nutzen und der Anbau dieses grünen Goldes bildet das Rückgrat der Ökonomie von Yam. Trotzdem lebt da 500.000, das hätte ich nicht gedacht. Der Wasserstoff-Helium-Gasgigant Tefnut verfügt über Helium-3-Abbauanlagen und dem Massenportal der Nubianischen weiter am nächsten gelegene Betankenstation. Er ist deshalb ein wichtiges Sprungbrett zum Randsektor und dem Terminus-System und seine Touristikindustrie ist weiterhin beliebt. Das Motto von Tefnut ist in der ganzen Galaxie bekannt. Wie zu Hause, nur besser. Besucher können in weitläufigen Ressortstationen absteigen und das lokale Entertainment-Angebot bestaunen und bewusstseinserweiternde Substanzen erstehen, die im Citadel weg nicht willkommen sind und angenehme Gesellschaft mieten. Ressourcen werden mit den beträchtlichen Preisnachlässen von Yam geliefert, wodurch es in den kleinen Raumstationen überraschende Luxusgüter wie essbare Gliederfüßler und große Mengen Frischwasser gibt. Mhm. Ich habe etwas gefunden. Interessant. Ja, so. So. Da. So. Wo ist denn das andere? Aha. So. Ich habe etwas gefunden. Ja, das ist der Hammer. Da freue ich mich immer. Wenn ich unbedingt auf diesem Planeten wieder kann. So. Ach, willst du mich verarschen? Ich habe die Sonde schon geschickt, Mann. Ey, ganz im Ernst. Los, riecht auf! Die wissen ganz genau, wissen die Entwickler, das ist nicht wirklich, wo du sagst, oh ja, ich muss unbedingt das machen. Aber du willst es als vernünftiger Rollenspielspieler, willst du trotzdem das ganze Spiel ja durchspielen. Und dann machen die so eine verfickte Kacke noch. Ach du Scheiße. Noresha ist ein unbedeutsamer Methan-Ammoniak-Eisgigant mit einigen wenigen ebenfalls vereisten Monden. Wahrscheinlich hat das Kertassi-System in seinen Anfängen mehr Planeten, aber diese wurden mit der Zeit von dem alternden Riesenstern verschluckt.
Kertassi ist ein Stern der Populationsklasse 2 mit wenig Metallvorräten und ähnelt darin Arcturus. Signal bestätigt. Mhm. So, irgendwo hier. So. Aha. Trafalgar. So eine Wrack. Wow, 50 Treibstoff, das ist der. Also es ist. Puh, es ist auf jeden Fall übertrieben viel. Nubianische Weite abgehakt. Ist hier eine Tankstelle? Nein. Naja. So, weiter. Da kommen wir später in Attica Beta. Da ist wieder nix da. Ich fürchte, das ist einfach wieder so ein leeres System. Ich fliege jetzt dahin, weil ich schon draufgeklickt habe. Und weil ich gehofft habe, hier wäre eine Tankstelle, aber ist nicht. So, Hades Gamma. Wahrscheinlich auch ein leeres System. Carcus dis Plutus? Das ist bestimmt kein leeres System, wenn das mit so vielen Systemen ist. Ich befürchte, es schon wieder wird schwer. Hunido! Nein, 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 nein. Hier scannen wir nur. Hier wird nur gescannt, ohne dass, die Sachen vorgelesen werden, weil wir waren in diesem System, in diesem Nebel, glaube ich, schon mal dann. Also wir waren ganz sicher in diesem System noch schon mal. So. Da oben, okay. So. Ich habe etwas gefunden. Ja, schön für dich. Perfekt. Ach da. Kretiz. So, Plutos. Man sieht den... Nee, man sieht die ganzen Sterne von außerhalb. Ich dachte gerade, diese gelben Punkte in dem System wären besonders, aber nein, ist nicht so. So. Signal bestätigt. Aha. So. So. Ach komm schon, beweg dich schneller. Mach schon. Ach, wir haben 100%. Na, lass mich hier raus. So. Dies. So. Ich habe etwas gefunden. Aha. Und was? Aha, Treibstoff. 50%, okay. Da werden auch immer mehr Weeper, glaube ich, ne? So. Ich habe das Gefühl, als würde ich mich hier auch nur mit so 3 DPI auf meiner Maus bewegen. Mhm. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Farinata. So. Da ist nix. Signal bestätigt. Aha. Perfekt. So. Was haben wir da? Das ist, wie sieht ihr diesen lila Punkt da über unseren Scanner? Ist auch gut.
So, Treibstoff. Ab zum nächsten System. Ich werde vorher gefangen genommen. Toll. Super. Signal bestätigt. Reaper-Umgang. Mhm. So, Karkus. Gucken, ob wir sonst noch was haben. Ich habe etwas gefunden. Kohe. Mhm. Kohl sagt mir irgendwas, das war doch irgendwas Wichtiges, glaube ich, oder? So, ja. 50%, wo im gesamten leeren Raum ist wieder das andere. Na, wunderbar, ich freue mich, dass ich den Sektor nochmal scannen darf. Das ist eine Ehre für mich. Quasi. Ich habe etwas gefunden. Ja, das ist nicht mal irgendwo. Jetzt wird gerade mega beschissen, weil wenn man es nicht findet, dann ist halt noch mehr Frust, weil dann macht man das Ganze umsonst. Ich habe etwas gefunden. Die halt deine beschissene Roboterfresse, okay? Ich habe etwas gefunden. Das ist schön für dich. Ach da. Ich habe etwas gefunden. Also es kam erfolgreich. Ich könnte was zu trinken gebrauchen, aber ich habe gerade keine Lust, meinen Arsch aufzustellen. Ich gehe auch übrigens nur noch die, wo ein Prozentzeichen dran ist, an. Irgendwas? Glaube ich zwischen die Zinn gehabt. Signal bestätigt. Mhm. Übrigens, diese anderen 50%, das waren, mal war dieses, für Dekuna, was wir da gemacht haben. Ja, super. Signal bestätigt. Deswegen, das habe ich irgendwann offscreen gemacht, weil ich einfach halt null Bock hatte. Habe ich mir gedacht, ja, pf, ist mir doch egal jetzt.
immer mein Handy, ne? Irgendjemand von den Grünen wurde mit Drohungen erwischt. Ja, ist nicht schlimm, die sind eh unwichtig. Exodus Cluster, aha. So, hier ist 100%. Ja. Asgard? Ist das hier ein Getränk? Alter, also der Rückflug wird aber knapp. Ich habe etwas gefunden. Aha. Prozent? Was wollen die? Ach du Kacke. 5 Sachen in einem Sektor. Da ist es meines Wissens auch nicht mehr möglich, das ohne... ULG-Sprung erfolgreich. Geil. Das Schöne ist auch, dass ich in dem Ding starte. Das ist halt, hat was Nices. Ich habe etwas gefunden. Eins, zwei, drei, vier. Und wo ist das nächste? Da oben. Jau. ULG-Sprung erfolgreich. Warum nicht? Ja, ich denke mal, dieses System wird nicht möglich sein, weil da hat das Spiel das einfach gerade mal übertrieben mit den Reapern. Ja, und ehrlich, kennt man ja. So ist es nicht. Ich werde gleich auch wieder, wenn ich von diesem System runterkomme, direkt in das, in den Reaper-Arsch da rein. Ja, ganz im Ernst, da kann ich nichts gegen tun, tut mir leid. Das kann ich nicht machen. Das ist nicht möglich. Also das ist nicht an meiner Das ist nicht irgendwas von meiner Unfähigkeit, das ist halt einfach technisch nicht machbar. Ich kann in dem System nur zweimal scannen, ich muss aber dreimal scannen. Und beim zweiten Mal kommen die schon. Was für mich heißt, ja, was soll ich machen? Das ist ein Witz, wenn die sowas machen. War nicht hier sogar noch was in der Luft? Ah, ne, das war hier, ne? ULG-Sprung erfolgreich. Ja, da kannst du vergessen. Guck mal, ich verlasse jetzt mal das System ganz testweise. Bin ich weg. Den kannst du vergessen, dieses System. Das ist für ein Arsch, ist das. Ich habe etwas gefunden. Das ist richtig beschissen, ist das gemacht. Also hätten sie einen, den auf der anderen... Guck mal, ich habe einmal gescannt, ne? Und das Ding ist eigentlich voll. Ganz im Ernst, das braucht man nicht. Ich lese mir mal gleich Tests durch von GameStar oder so. Also wenn das da nicht drin steht, dann weiß ich auch nicht. Dann ist irgendwas falsch gelaufen hier.
warte mal, machen wir es mal so. Ich speichere mal, genau. Dann gehe ich wieder ins System. Ganz ehrlich, sowas macht man doch nicht. So ein Scheißsystem. Dann ist das ja auch noch so eine... Ja, das kann ich vergessen, ich bin ja weg. Das ist halt, nennt man, beschissene Gummiband-KI. Es ist wie ein schlechtes Rennspiel. Bitte schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie beschissen das ist. Ganz im Ernst. Das ist nicht meine Schuld, das ist einfach nur Kacke. Da könnte ich mir auch überlegen, dass ich mal bei sowas BioWare anschreibe und die Frage, was genau habt ihr euch dabei gedacht? Sollte das irgendwie in irgendeiner gewissen Art und Weise den Spielspaß steigern? Energiesprung erfolgreich. Also, nee. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Null. Kann ich nicht verstehen, warum das, die das machen. Euler, Schätzal. Hä, wir haben doch 100%, hä? Was tue ich denn hier? Eunomia ist ein beschissener Planet von diesem beschissenen System. Mein Arsch. Signal bestätigt. Mhm. Ein freischwebendes Ding kommt jetzt wieder. Aha, da, okay. Signal bestätigt. Ich habe etwas gefunden. Aha. Irgendwas anderes wie sie mal auf dem Planeten. Ah, auf dem. Ach ja, kann ich vergessen, ich bin ja weg. Ja, ja. Ich habe etwas gefunden. Mhm.
Signal bestätigt. Aha. Ich will meinen Standort nicht verraten. Signal bestätigt. Oh Gott. Super. Ja, kann ich aufgeben. Habe ich verkackt. Signal bestätigt. Nicht, dass ich dem Spiel nicht auch zutrauen würde, dass das direkt bei einem Scan dann schon entdecken lässt, aber. Ne, wenn man Glück hat. Mousepad ist wieder mal verschont, ist schrecklich. So, haben wir das System ist dann wahrscheinlich auch fertig. So, wir haben das System erkundet. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.